Wir schauen uns heute in diesem Video wieder den neuen Silber-Content an, den EA heute rausgebracht hat. Es kam insgesamt eine SBC und zwei Aufgaben raus. Als SBC kam Musonda raus. Er spielt beim FC Chelsea in der Premier League und kommt aus Belgien. Als Spielerarbeitsraten hat er Mittel-Mittel, er hat richtig nice 4 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Der Antritt ist mit 94 hier fast perfekt, dafür ist die Sprintgeschwindigkeit nicht ganz so stark. Beim Dribbling ist die Beweglichkeit wirklich überragend. Als Chemistry Style würden wir euch bei ihm einen Marksman empfehlen, somit werden wirklich wichtige Werte nochmal gepusht. Die SBC kostet ungefähr 15.000, du musst hier nur ein 82er Team abgeben. Einen richtig nicen Link hätte Musonda noch zu Kevin De Bruyne, der ja auch eine Silber-Flashback-Karte bekommen hat. Als Aufgabe kam dann zum einen noch Ritter raus. Für ihn musst du wieder den Modus Silber-Lounge spielen, dafür brauchst du ein komplettes Silber-Team. Insgesamt musst du hier 4 Siege holen, 8 Tore erzielen und in 5 separaten Partien mit Spielern mit 4 Sternen Weakfoot eine Vorlage vorbereiten. Ritter spielt bei Hoffenheim in der Bundesliga und ist Franzose. Als Arbeitsraten hat er Mittel-Mittel, er hat 4 Sterne Skills und auch 5 Sterne Weakfoot. Bei seinen Werten gefällt uns das Tempo wirklich richtig gut. Mit 82 hat er auch noch wirklich ausgeglichene Dribbling-Werte. Dazu kann er auch noch gute Kopfbälle, allerdings ist er mit 1,82 nicht ganz so groß. Als Chemistry-Style würden wir euch einen Engine empfehlen, somit wird das Tempo, die Pass, aber auch die Dribbling-Werte nochmal gepusht. Wenn du ein nices Silber-Team brauchst, kannst du gerne unseren Insta-Account abchecken. Dort haben wir einen Beitrag dazu hochgeladen. Als zweite Spieleraufgabe kam noch Baker raus. Ihn musst du in Squad Battles auf der Mindestschwierigkeit Profi erspielen. Hier brauchst du auch wieder ein komplettes Silberteam. Insgesamt musst du 5 Siege holen und 4 Tore mit Verteidigern vorbereiten. Am besten stellst du hier Verteidiger in deine Offensive. 8 Tore musst du dann noch mit Spielern mit 4 Sternen Weakfoot erzielen. Kommen wir noch kurz zur Karte von Baker. Er spielt bei Stoke City in der EFL Championship und kommt aus England. Als Spielarbeitsraten hat er Mittel-Mittel, er hat 3 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Seine Werte sind insgesamt wirklich sehr ausgeglichen. Sein Tempo ist in Ordnung, könnte aber etwas besser sein. Am besten ist er beim Verteidigen, hier hat er 83. Mit einem Anker kann man sein Tempo nochmal etwas pushen, aber auch die Defensivstats sowie die Füße wird nochmal gepusht. Kommen wir kurz zum Fazit. An sich kann man Ritter und Baker auf jeden Fall mitnehmen, sie sind ja auch schließlich kostenlos. Musonda kann man für 15.000 auch mitnehmen. Die Werte sind schon echt stark für eine Silberkarte, dazu sieht er mit einem Marksman auch echt top aus. Was ist deine Meinung zu den Karten? Und welche wirst du abschließen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Lass uns noch ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.